What? Hallo. Ich habe mir den DD-Net-Client geholt. Jawohl. Alles klar, und bei dir? Sind ziemlich viele Deutsche auf diesem Server. Also die, ja, also hat ein paar coole Funktionen. Und auch die Skins. Die habe ich ja vorher auch alle nicht gesehen. Naja, also ich glaube, in Amerika wird es auch ein bisschen gespielt und hin und wieder sehe ich auch Leute, die kyrillisch sprechen, also in kyrillischen Schriftzeichen. Also das ist dann Russisch oder sowas. Und außerdem ist das ja vor kurzem auch bei Steam relativ bekannt geworden. Also es ist ja auf Steam gelandet, T-Worlds. Und da haben sich ja auch ein paar randommäßig angefangen zu spielen. Hui. Hat eine kanadische Flagge. Na, ob der Kanadier ist, weiß ich nicht. Mit einem Ping von 44 auf einem deutschen Server. Ah Gott, wie ich das immer vergeige hier. Naja, gut. Bang! Triple Kill. Auch heute war ich. Also, ich habe relativ früh angefangen zu spielen und ich habe nicht gestreamt. Hatte nicht so die Lust. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich plane sowas umgehen.
streame immer eher so abends. So, sieh mal irgendwie ein Teammate und mach mal ein Race. Hätte voll Bock drauf. Also du hast Bock drauf, das zu sehen oder eins zu machen? Willst du ein DD-Race sehen? Ich hab heute schon... Ach, goddammit! ich habe heute schon DD-Race gemacht. Relativ erfolgreich sogar. Aber ich kann gleich nochmal gucken. Okay, dann join ich mal. Warte mal. Jetzt mach ich mal eben wieder aus. Join ich mal den Teamspeak. Gucken, was da los ist. Port. Keine Rückmeldung. Connected. Insufficient permissions. Server group assigned. You were moved. Guten Tag. Hallo. Hallo. Na ihr. Selber nah. Was? Selber nah. Na, achso, ja. Jetzt kann ich ja wieder reinkommen. Oh Gott. Ja!
sagst ja, du ich hätte dich ja, aber das hätte sich nicht gelohnt. Wie alt seid ihr, wenn ich mal fragen darf? Schätz doch mal. Also auf jeden Fall jünger als ich. Ja, okay, das kann das sein. Das halt für ein Gerücht. Ja, bei ihr halte ich das wirklich für ein Gerücht. Okay, ich bin 27. Ja, oh. Schade, du hast leider verloren. Ich bin ein Jahr älter. Ja gut, aber es war knapp. Aber knapp, gut, ich meine, ganz ehrlich, mit dem Alter hätte ich es auch behauptet. War eine gute Chance, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. In der Regel hat man eine gute Chance, ja. Normalerweise so halt, wenn man irgendwen bei T-Worlds fragt, mal so 17 oder so. Ich bin 13,5. Ja, so eine Leute habe ich auch schon getroffen. Da war irgendein 10-Jähriger, der meinte, wollen wir Freunde sein? Und dann hast du gesagt, nein. Und dann du bist mir meinte, zu alt. Meinte er, ja, lass mal nicht gegenseitig killen. Er kommt zu mir, erschießt mich und seitdem habe ich ihn immer wieder umgebracht. Dann hat er mich beleidigt und ist offline gegangen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht wieso, aber das erinnert mich so ein bisschen an den... Es gibt ja so einen Typen, der spielt häufiger Capture the Flag. Und der, sein Name ist First Date T-Worlds. Ah ja, den kenne ich. Ja, genau. Das ist immer gut, wenn er halt voll am Rocken ist oder so. Er ist ja nicht schlecht. Ja. Oder sie, man weiß ja nicht. Weil ich kenne ihn ja nicht. Oder sie. Mann, sagen wir einfach ihn, weil es gibt sowieso ja, es Kerle. Ja, es ist der T und deswegen ist es auch immer richtig. Ja, der T. Genau. Und sie muss es wissen, sie ist Lehrerin, so gut, dass wir das geklärt haben. Meinst du, er ist auch der singulare, wie heißt es, Generus? Oder wie man das? Das generische meinst du, Singular? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall für das Nomen der T ist das korrekt, ja. Wenn du das Geschlecht meinst, es ist Genus. Genus, Kasus und Numerus. Ach ja. Und Klausus, ach so, nee. Klausus! Der ja, kennst du den nicht, den Numerus, Klausus? Karius und Baktus? Nee, was haben wir? Wir haben jetzt wörtliche Rede gelernt. Das kam in der Arbeit dran. Ich meine, in der Prüfung. Gott. Ja, Arbeit. Wir haben auch eine Arbeit dazu geschrieben, aber letzte Woche schon. Und bei was für einer, also was lehrst du und bei welcher, was für einer Klasse? Grundschule, dritte Klasse. Okay, also, okay. Man könnte, man könnte glatt behaupten, ich gehe auch in diese Klasse. So schlau ach, wie Quatsch. Ich bin. Ey, komm. Runde den Test, wie gesagt, ne, also mit dem großen 1x1 und den Uhrzeiten hättest du also auch locker hingekriegt. Wer weiß. Bei Mann. Den, bei den Sachaufgaben, okay, da ist der ein oder andere vielleicht, wird der daran scheitern, aber... Ich hasse so eine Aufgabe. Ja, aber die war voll einfach. Wie war die denn? Das will ich jetzt wissen. Das war eine Palette mit Eiern. Oh da nee! Waren 30 Stück drauf. Und dann war irgendwie am Samstag hat die Familie, bla, schieß mich tot. 8 Paletten verkauft und dann ging es halt darum, wie viele Eier wurden verkauft. Also mega einfach. Einfach wow. Ging es eigentlich gar nicht. Das ist echt, ja, ich meine, Grundschüler müssen sowas ja auch erstmal. Müssen ja auch erstmal. Ja, natürlich, so klar. Nein, für die ist das auch mega schwer. Es sei denn, aber trotzdem. Sie haben ein bisschen Talent. Ja, nee, leider nicht so. Muss ich leider wirklich sagen, also. Ich habe die Klasse jetzt seit 2 Wochen, ich habe die halt übernommen. Mhm. Und ich muss da jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Sind sehr unselbstständig. Gut, du weißt, also nur, dass du weißt, dass ich gerade am Stream bin, falls du nicht möchtest, dass irgendwas als ja, Video dann ja irgendwie auf YouTube bin. Landet oder so, solltest du vielleicht keine Geheimnisse ausplaudern. Nö, ist ja kein Geheimnis. Okay, gut, ich wollte es nur sagen. Nur, dass sagt ihr ja keine Kindernamen oder so, also schon mal. Nö, alles safe, kein Problem. Ja. Alles tut die Banane. Alles tut die Banane. Knorke. Ja. Jetzt ruhig mal irgendwie mit irgendwelchen... Das warst du, gell? Warte, ich lass dich. Wer? Das ist nicht. Ich fand's lustig. Kartoffel. Du bist der Kartoffel, ja. Ja, stimmt. Eine wahre Kartoffel. Scheiße. Nein. Oh.
Gott, ich habe heute Reaktionsgeschwindigkeit wirklich auch wie eine Kartoffel. Oh, Junge. Ich muss aufhören mit dem Releasen. Ja, dann lass das doch mal. Ja, das geht nicht, das ist automatisch. Dann nimm den Finger doch mal von der Taste. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht die Taste umbinden. Ja, oder so, genau. Das könnte helfen. Nee, leider nicht, ich hab's versucht. Bind es woanders hin. Nee, ich hab auch mal mit einem, also jemanden, der neu bei T-Worlds war, habe ich so DD Race gespielt, um ihn halt so ein bisschen auf das Spiel so. Damit er erstmal das Movement lernt und so, ne? Weil es kommt immer ganz gut, bevor man. Und dafür fängt man mit DD an. Oh Gott, ich hätte so verkackt, wenn ich mit DD angefangen hätte. Naja, DD Race, ich meine halt den. Warte mal, ich geh mal kurz in Spectator, damit ich denken kann. der Spielmodus DD Race, da kannst du ja irgendeine einfache Map auch spielen. Das ist ja, ja, klar. So, ne, und. Diese Aubergine. Gut, wir haben dann auch einen Spielmodus gespielt, wo man auch Rescue hat, also. Ah ja, heißt, dann geht's ja. Genau. Also quasi eher RDD Race. Aber, ja. Und dann, als wir danach den Deathmatch gespielt haben, hat der immer / R gesagt, nachdem er gestorben ist. Hat den ganzen Chat zugespammt. Oh Mann. Also ich habe mit Capture the Flag angefangen, muss ich sagen. Ich auch vor ungefähr 8 Jahren oder so. Ich vor, Moment, August, September 2015. Das ist auch schon eine Weile her, ne? Ja, hey, also Gott. Konstant, ich hab nicht konstant gespielt, aber ich habe das damals auch schon bei Giga gesehen, das Game. Und mein einen Viewer, den ich gerade auf Twitch habe, meine ich, der möchte, dass ich ein DD-Race spiele. Kein Kommentar? Okay. So, ich hatte gerade das Mikrofon gemutet. Ja. Brauchte mal ganz kurz Privatsphäre. Ich war Brain AFK. Ey, warum rennst du denn weg von mir? Oh Gott, no. Bist du etwa gestorben? Ich halt mich alle für verrückt. Ah, ich bin gestorben. Bist du ja auch. Nein, bin ich nicht. Also ich bin nicht besonders gut. Vor allem irgendwie habe ich voll das wackelige Movement. Falls du mal von mir umgebracht wurdest und mir zugegucken konntest, hast du das sicher gesehen. Nee, mach mal. Also dafür musst du erstmal den Dronix umbringen. Mich hat Finch umgebracht. Bring den doch mal einer um hier. Guckt ihr eigentlich alle schon zu hier? Ja. Oh. Ah! Verdammt, jetzt wurde ich von der Finch. Ich lebe auch. Ah, aber nicht lange, verdammt. Haben alle kurz gelebt, glaube ich. Ich war zu langsam an der Maus. Oh, ich wurde gerade so hart weggespammt. Immer die Spammer, nicht wahr? Hatte ich heute. Oh, ein Nachtschatten. Oh Gott. An die Titten gegrapscht. Ja. Hey. Erwischt. Toll. Du warst ja schon wieder da. Arschgeige. Warum musst du auch mal daher rennen, wo ich gerade langlaufe? Ich weiß es nicht. Boah, fuck, ey. Ich hab doch gesagt, ich hab dafür. Da hab ich wen gekriegt. Ja, jetzt kann ich dir zugucken. Genau. Aber bitte nicht sterben, ich rauch gerade. Ja, das wird schwierig. Ja, gib dir Mühe. Guck dir zu. Big Brother is watching you. Oh! Ja, toll. Da hab ich ihn gehockt. Funktioniert. Vor allem, ich hab ihn gehockt. Und bin dann deswegen gestorben. Aber ich wurde von einem Chinesen umgebracht. Tja. Oh Mann. Wo ist er denn? Sag doch mal an. Der ist unten. Unten rechts. Lern. Wo muss ich hinlaufen? Da links. Ja, ich weiß nicht, wo du warst. Aber. Auf jeden Fall ist er. Er ist tot. Ja. Weg. Der hat mich jetzt umgebracht nochmal. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht. Oh Gott, was mache ich denn? Ah, hat die Aubergine dich auch erwischt?
Ja, aber er hat mich released, glaube ich, oder? Oder ich glaube, er ist gestorben. Muss ja mal Musik anmachen. Kann sonst das nicht. Ich habe auch Musik. Normalerweise müsste ich es jetzt so laut machen, dass ich euch nicht mehr höre, aber dann hilft es erst. Aber naja, das wäre jetzt auch scheiße. Ach, wir können dich anfeuern. Ah, nein! Das kannst du auch nicht machen. Doch, erwischt. Schade. Pitch. Sau. Pitch. Dave, Pitch. Achso, Pitch. Achso, ja. Ach, das ist der Chinese wieder. Noch. True Potato, das ist dein Clan auch noch. Ja, ich löse den bald auf. Vielleicht. Warum? Wir können da alle reingehen. Wir sind alles Kartoffeln. Ja, dann komm. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Clan. Das ist auch kein richtiger Clan, das ist einfach nur so just for fun, also wir treffen uns nicht und spielen jetzt irgendwie, wir machen auch keinen Clan War oder sowas, das ist alles nur Spaß. Um zu zeigen, dass man eine, ja, Gemeinschaft. Ist eine Kartoffel ist, ja. Eine Kartoffel ist! Hast du mal Warcraft 3 gespielt? Nur mal so nebenbei. Oh, Warcraft 3, oh. Da gibt's ja auch so coole Zitate und über meinen Clan, da sagen wir auch immer, eigentlich sind wir gar kein Clan, mehr so eine Gruppe humorloser, schwerschwingender Fanatiker. Passt. Oh Gott! Oh Gott! Wieder echt gerade umgebracht. Achso! Ich bin gerade gespawnt und da waren irgendwie drei so eine Viecher. Also mein Clan existiert auch halt schon seit keine Ahnung wie lange. Den habe ich irgendwann mal in der Schule gegründet. Und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Was machst du denn? Nichts. Ja, ich hör's. Ich soll euch fragen, Männer, ob ihr... die können sich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Ich soll euch fragen, ob ihr Lust auf The D-Race habt von meinem einen Viewer. Oh, ich, oder die D-Race, ich nicht gut. Also so ein einfaches, ein Novice, sagt er. Sag nicht einfach, du willst nicht wissen, also... Ach komm, Rodia, wir ziehen nicht da durch. Hier geht's noch einigermaßen, ne? Aber die D-Race, da ist bei mir Schluss. Ich weiß nicht, genau, warum. Genau, wir ziehen dich da durch. Das wird sicher lustig. Ich will aber sowas selber können. Nur leider ja, bin ich zu faul, das ist, also ich bin geduldig. Ich auch. Ich nicht. Oh, jetzt musst du dem Moffel zugucken. Ah, da hat er mich rangehuckt, aber ich hab ihn umgebracht. Trotzdem bin ich gestorben. Hier, dieser Ninja. Der ist auch nicht schlecht. So viele Weiber hier, Geister, ey. Geister, oh. Grimjo. Oder so. Er benutzt ja auch irgendwie kyrillische Zeichen in seinem Namen oder sowas. Ich hasse das. Ja, wenn man jetzt hier irgendwie G... kann man nicht mal mit Tab irgendwie Auto vervollständigen, weil man nicht weiß, was für Buchstaben der benutzt. Doch, funktioniert, weil er am Anfang normales G hat. Bist du sicher? Ah ja, tatsächlich. Ja, aber ich musste mehr als einmal Tab drücken, ja. Aber manche benutzen halt gar keine richtigen Buchstaben. Ja, ja. Und dann weiß man es wirklich nicht mehr, was man da machen muss. Muss man oder einfach nur Tab drücken und gucken, ob man das kriegt, was man haben will. Der Asya ist auch cool. Wer ist cool? Der benutzt den Slash als A. Und wenn du den halt irgendwie anschreiben willst oder so, geht halt nicht, weil... Wer da kriegst du immer eine Meldung, das ist kein Befehl. Wer jetzt? Was will denn Uptown Girl von mir? Ach so. Ja, dann musst du einen Punkt davor machen oder so. Oder ja, nicht genau, musst du immer irgendwas davor machen. Oh, das war gut. Ich hab 200 Kills. Oder ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, was will die von mir? Weiß nicht, ich hab den Chat nicht verfolgt. Ich auch nicht. Moment, ich join dir mal kurz hinterher, wenn ich spiele. Na, wo ist er denn? Was find markiert. Ein Frauen nach join hat. Er hat Chunks auf Pussy! Was? Hallo, er hat gesagt, ich hab Aimbot! Das ist immer das Beste. Ohne Spaß! Aimbot bringt ja nicht mal irgendwas. Ich hab noch nie irgendwie gebottet in irgendeinem Spiel. Noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht mal, wo man den Bot herkriegt für Ich auch nicht, deswegen ja. Das war einfach Luck, wie ich den gekillt hab. Vor allem bei Grenade Launcher bringt Aimbot nicht mal irgendwas.
Weil der Aimbot halt genau dahin schießen würde, wo, also hinziehen würde, wo er ist. Aber das, die Granate fliegt runter. Das bringt überhaupt nichts. Ich meine, man sieht halt bei Deathmatches und so halt häufiger, wie das aussieht, wenn jemand bottelt. Und man sieht dann auch immer, dass das bei Grenades einfach nichts bringt. Aber beim Laser bringt das relativ viel. Da muss man dann aufpassen. Geiler Stream? Ja, finde ich auch. Jemand hat im Chat gesagt, dass mein Stream geil ist. Vor allem, weil ich tot bin. Ich gucke gerade hier den Teddybären zu, den Grove. Oh. Ach, verdammt. Und Knuffel ist tot. Ich auch. Hab meinen eigenen Stream. Ja, genau. So. Grove hat quasi seinen eigenen Stream gerade. Genau. Ich guck mal, was die jetzt von mir will. Ja, bringen sie alle um. Ach, er ist jetzt auch raus. Das Brain Camp, schön. Sollen wir ihn umbringen? Hat da wirklich was gemacht? Ich weiß es nicht. Guck mal. Jesus. Okay, das weiß ich gerade nicht. Das habe ich nicht. Aber ja. Vote passed. Er ist auf jeden Fall weg. Mann, ja, kriegst dich aus, ey. Und du bist jetzt gerade auf einen anderen Server gejoint, ja? Irgendjemand hatte eine Frage und die stellt sie gerade und ich warte jetzt darauf. Ich komme gleich wieder. Versprechen oder Drohung? Low Range Aimbot? Suchst du ja auch. So, das gibt's auch. Ein Low Range Aimbot? Bestimmt. Das würde dann natürlich Sinn machen, dass wenn man irgendwie direkt an einem dran steht. Ja, das gibt's leider viel zu oft. Das habe ich heute auch schon sehr oft. Und das kann man. Verdammt! Nicht so leicht. Dieser komische, ja, keine Ahnung, wie der hieß. Das ist echt ein Loser. Also, wer? Wenn der denkt, ich hab ein Aimbot. Ah. Ich meine, mir wurde auch dauernd gesagt, dass ich botte oder so. Ich hab heute Spieler gesehen, die haben gebottet, aber vom Feinsten. Am coolsten ist bei Deathmatches oder so, wenn da dann welche botten und du weißt halt einfach, wie der Bot funktioniert, dass du halt einfach in Bewegung bleiben musst, wenn der eine scheiß Pistole in der Hand hat, dann trifft er dich eh nicht. Weißt du, musst du dich einfach nur gut bewegen können, dann besiegst du ihn trotzdem. Sei denn halt, ist ein guter Spieler. Aber gute Spieler botten normalerweise auch halt nicht, ne? Ja. Naja, das kannst du nicht seltener so sagen. Halt. Gute Spieler haben sowas nicht nötig. Ja, also ich meine. Was war das? Gott. Ich dachte, jetzt kommt sowas richtig Ernsthaftes. Die schreibt erstmal so, keine Ahnung, gefühlte 5 Minuten. Und dann kommt raus: I need a clan tag and I wanna. Ja, wow, das Englisch erstmal klasse, aber ja. Die will meinen Clan einfach. Joy. Sag eher, sie kann keine Kartoffel werden. Von mir aus kannst du joinen. Ich finde, das ist nett. Nicht so eine. Keine Ahnung. Ach, verdammt. Ja, wollen wir ein Diddy Race machen oder was? Dein Knuffel, du hast da scheinbar Bock drauf. Mir ist das egal. Gammel auch hier noch rum und guck weiter Fernsehen. Nee, warte mal, ich edde dich mal. Mach mal. So. Kannst auch noch mich adden, dann kannst du mir ja direkt nachjoinen. Das ist schön. Das ist ja schön. Refresh.